Match 2 richtig dreckig gelaufen. Bei uns im Squad 2 reingekommen, unter anderem ich. Hey Leute, was geht? Willkommen zum neuen Video. Und zwar haben wir heute spontan entschieden, einfach mal am ESL PUBG Turnier teilzunehmen. Erste Runde. Na gut, 11. sind 60 Punkte. Geht nach dem Motto Best of 3. Aktuell, gucken wir mal eben, ist aktuell noch nichts eingetragen, also ist auch der Ding ist noch nicht. Die Runde wahrscheinlich noch nicht zu Ende, denke ich mal. Ich bin mal gespannt, was wir noch holen. Gut, 15 Minuten geht die nächste Runde los. Ich zeige euch nachher, wenn die erste Runde vorbei ist oder wenn es eine erste Zwischenbilanz gibt, wo wir stehen. So, erste Runde ist endlich online gegangen, das Ergebnis. Dazu muss man sagen, du kriegst für deinen Rang, den du erreichst, ob du erster, zweiter, wie auch immer. Für den ersten kriegst du 300 Punkte plus 10 Punkte für jeden Kill. Team Nummer 1 ist No Team PUBG mit 440 Punkten und 14 Kills. Ist schon eine geile Sache. Wir sind von 19 Leuten auf Platz 13 aktuell gerutscht. Also wir haben den 11. Platz im Spiel gemacht, im Rank. Plus ein Kill, aber dadurch, dass die anderen, schlag mich tot, 80 Punkte, ein Kill. Hat genauso viele, hat halt 2 Kills. Das war wahrscheinlich direkt vor uns gestorben. Ja, könnte besser laufen, ne? Aber das kriegen wir auch noch Kill. Jetzt erstmal eine halbe Stunde Pause. Und dann schauen wir mal. Runde 2 ist beendet. Wir sind im Rank 7 geworden, im Rank 7 geworden. Endplatzierung in der Tabelle waren wir 8. Und overall waren wir, glaube ich, 14 oder so. Und dann kam das Problem mit Runde 3. Dann kam Runde 3 und Runde 3 war richtig abgefahren, weil wir haben 0 Punkte geholt. Offiziell auf ESL stand Startzeit von 21.10 Uhr. Alle natürlich gedacht, alles klar, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Geht's noch los, was essen, eine rauchen, trinken, pingeln, pullern, was auch immer. Was machen die Affen? Die starten natürlich eine Viertelstunde früher. Da haben wir hier Probleme gehabt, Squad voll gewesen. Wurden gekickt, konnten nicht mehr nachjoinen. Das war nicht nur bei uns in der Gruppe so, es gab 4 Gruppen. In allen 4 Gruppen soll es so gelaufen sein. Weil die alle, wahrscheinlich die Hosts, zu faul waren oder keinen Bock hatten, darauf zu warten, bis das voll ist. Oder bis 21.10 Uhr. Das ist eine richtige Katastrophe gewesen. Gut, wir haben die Chance nochmal einen Tag später. Ich weiß nicht, wann das Video kommt, das ist wahrscheinlich schon wieder längst vorbei gewesen. Ne? Wir haben zwar die Chance nochmal am nächsten Quali-Tag teilzunehmen, aber ich hoffe, da passiert nicht schon wieder so eine Scheiße. Das macht, so macht ESL-Spielen keinen Spaß. Jetzt spiele ich nochmal eine Runde so. Dann mal gucken, was wir dann noch treiben. Dann kommt nächste, ich habe ja auch noch Internetleitung, kann jetzt vernünftig streamen. Und hätte wohl Bock darauf, so ein Live-Q&A zu machen. Wenn ihr selber mal Bock drauf habt, lasst mir mal einen Kommentar da. Lasst mir mal einen Kommentar da. Sehe ich das? Und dann stellen wir das mal irgendwann mal live. Auch hier auf YouTube-Kanal. Dann wollen wir mal noch schauen, was der morgige Tag bringt. Für heute ist es Schnauze von ESL voll. Wir gucken mal morgen weiter. Nebenher aufnehmen wird schwierig, weil Rechner schwer. Wahrscheinlich die Auslastung ein bisschen zu groß wird. Ich weiß es noch nicht. Bis morgen. Damit mal einen guten Morgen. Also, zwar selbes Video für mich ist nächster Tag und so. Das ist noch ein ziemlich langer Abend geworden. Turnier startet gleich in 4 Minuten, müssten wir unsere Dinges, unsere Infos kriegen, welche Gruppe wir sind und dann entsprechend die Serverdaten und Passwort kriegen. 16 Uhr. Es sind heute sogar, also angemeldet haben sich 87 Teams, aber sogar, ich weiß gar nicht, jetzt muss ich überlegen, so 10 Teams mehr. So, 10 Teams mehr, glaube ich, sind das ungefähr wie gestern. Eingecheckt haben aktuell 68, bin ich mal gespannt. Es gibt bestimmt wieder mindestens 4 Gruppen. So, das Ding ist, startet in 2 Minuten, ja, sehr schön. Bin ich ja mal gespannt, wann die Meldung kommt. Runde 2 angeblich um 18.50 sogar erst. Das kann ich mir noch gar nicht vorstellen. Das glaube ich auch noch nicht. Aber ist ja egal. Dann wollen wir mal schauen, was das Ganze uns jetzt nachher ergibt. Ich will eine Tabelle. Steht bestimmt immer noch nichts drin. Na komm, spielen wir gleich die erste Runde an. Hoffen wir mal, dass es diesmal was wird. Richtiger Dreck gerade. Runde 1, okay, ist gut gelaufen. Wir sind 5., 6. geworden. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau. Match 2, richtig dreckig gelaufen.
Bei uns im Squad zwei nicht reingekommen, unter anderem ich. Ein anderer Kollege, anderem Squad genau das gleiche. Als statt, dass da überall irgendwo einer fehlt. Nein, es ist gleich immer im Squad zwei Leute. Ich glaube, insgesamt fehlten jetzt 5 Leute in der Gruppe. Richtig dreckig gelaufen. Kein Restart. Jetzt kann man nur hoffen, dass die anderen beiden das Beste daraus machen, um ein bisschen Punkte zu holen. Also, und jetzt wollen wir mal gucken, wo wir jetzt tatsächlich nach der ersten Runde stehen. Also Rankplatzierung kann es ja nicht gehen, muss ja die Kills mit einrechnen. So, in Famous Wolves 9 Kills, 390 Punkte. Wo sind wir denn angesiedelt? Vierter sind wir sogar. Durch die Kills sind wir auf dem vierten sogar hochgerutscht. Geile Sache. Also damit kann man, das ist ja schon mal ein geiler Start. Also wenn die jetzt zumindest auch zu zweit ein bisschen was holen, das wäre schon richtig nice. Machen wir kurz Pause und gucken wir mal, wie Match 2 gelaufen ist. So Leute, ich habe gerade das Ergebnis gekriegt. Die haben es geschafft, sind Zweiter geworden, zwar nur mit einem Kill, aber es sind insgesamt 235 Punkte. Chance auf Playoffs ist da. Ich hoffe, das wird richtig nice. So Leute, Quali ist zu Ende. Es hat am Ende natürlich nicht gereicht, aber letzte Runde haben wir richtig scheiße gemacht. Haben wir uns nur Rank 8 geholt, 0 Kills, also auch nur stumpf 100 Punkte. Und das Problem ist, die beiden, die Snowfox, die ersten beiden Runden gewonnen haben, sind nur Siebter geworden. Dann, wo sind sie denn? Ein Famous Wolf, okay, sind Zweiter. Haben sich dadurch, glaube ich, noch den Gesamtsieg in der Gruppe jetzt geholt. Snowfox sich dann trotzdem qualifiziert hat. Und als Mates waren wir ja vor uns, das entscheidend war. Leviathan, Absolutely Hemp, war deutlich weiter hinter. Die haben das schicken Dinner geholt. Richtiger Dreck, echt. Ehrlich, also ist Dreck. Ist wirklich, ist Dreck. Haben die einfach so gewonnen und dadurch sind wir doch, dadurch, dass halt die alle vor uns da waren, im Gesamten sind wir dann ganz schön gerutscht. Wir standen, glaube ich, Gesamtliste auf 4 erst in unserer Gruppe. So, nee, Snowfox hat sogar noch gereicht. Mit 10 Punkten landen wir noch vorne. Wir lagen auf dem 4. Wir sind da nur, weil die alle so schön ordentlich Punkte noch geholt haben. Auf dem 6 runter. Hat leider nicht dann für die Dingesgruppe gereicht. Für die, ist gleich. Hat für die Playoffs entsprechend nicht gereicht. Egal, wir haben schon das nächste Turnier. Ist noch eine Nummer größer. Ja, gucken wir gleich sowieso nochmal rein. Da kann man sehen, Belly Bingo, 540 Punkte. Hat dann leider nicht ganz so gut funktioniert, aber wie gesagt, nächstes Turnier ist schon geplant. Das machen wir nächste Woche. Leider ist es immer noch verboten zu casten, den ganzen Scheiß. Das wäre echt schön. Aber gut. IEM, Katowice, Schlag mich drum. Pro 2018, Squad, Open, Quali, Europa. Halt also. Ne, für Europa, ist die europaweite Quali dafür. Klar, das haben wir, das haben wir. Habe ich doch uns schon angemeldet, oder nicht? Jetzt haben wir uns mal eben Juice angemeldet. Habe ich komplett vergessen, dass wir das noch nicht gemacht haben. Check-in öffnet 12. Januar, 11 Uhr. Das ist mein großes Problem. Ich selber kann wahrscheinlich nicht mitspielen aufgrund der Schule. Aber in dem Turnier ist es dann halt erlaubt, statt 5 bis zu 8 Spieler anzumelden, also 8 Spieler dann parat zu haben, sodass jederzeit, sollten sich auf jeden Fall dann 4 Leute für den Samstag irgendwo finden lassen. Schafft, jetzt geht's noch ins Kino. Das habe ich schon mal gesagt. Und zwar, ich habe mir immer noch nicht den neuen Star Wars angeguckt, was ich eigentlich schon längst gemacht haben wollte. Ich freue mich gerade an Keks, dass es nicht mehr so ewig dauert, Spiele runterzuladen. Bevor gefühlt 2 Stunden für gebraucht habe, lädt er jetzt in einer halben Stunde runter. Dementsprechend, ich habe nämlich noch Bock auf Gaming. Da arbeite ich aktuell noch dran. Machen wir uns auf, sonst wird das mal wieder zu spät.